um ein ganz neues Thema. Und zwar geht es darum, wie ihr hier schon sehen könnt, Oberflächen von 3D-Druckteilen zu veredeln. Und zwar habt ihr an diesem Punkt die 212 Alpha in drei verschiedenen Standpunkten der Entwicklung. Wir sehen ganz vorn das Bauteil, wie es aus dem 3D-Drucker kommt, mit einer riffeligen Oberfläche. Direkt dahinter haben wir das Bauteil nach einer Schicht Füller, frisch geschliffen. Und hier haben wir noch das Endprodukt. Ich möchte euch an der Stelle mal zeigen, wie ich dabei vorgehe und wie man es dann schafft, so einen U-Boot-Rumpf, der im 3D-Druck entstanden ist, relativ, ich sag mal einfach, mit einfachen Mitteln so zu veredeln, dass man eine schöne, glatte Oberfläche bekommt. Zum einen haben wir Sandpapier, Körnung 80 bis 100. Dann haben wir nochmal Nassschleifpapier der Körnung 400 und Spritzspachtel. Dies ist besonders wichtig, den brauchen wir für alle Arbeitsgänge und dabei sollte man keine Grundierung, keinen reinen Füller nutzen oder dergleichen, sondern Spritzspachtel. Die Marke ist egal, weswegen ich das Ganze auch abgeklebt habe. Es geht lediglich darum, dass er einen hohen Füllgehalt hat, damit wir die Oberflächen gut kletten können. Da haben wir den. Und für kleine Korrekturen habe ich Feinspachtel geholt auf 2K-Basis. Damit kann man Klebenähte oder dergleichen Störstellen kann man damit eliminieren. Und zu guter Letzt eine Maske, denn diese Arbeit mit dem Füller sollte man draußen erledigen, denn das wird eine Riesensauerei sonst. Jo, schauen wir doch mal gleich noch zu den U-Booten im Detail. Und wie ihr seht, handelt es sich hierbei um meine 212 Alpha. Zum einen haben wir hier ein Bauteil, wie es ganz frisch aus dem Drucker kommt. Wir sehen hier die Strukturen, die wir wegbekommen wollen. Mein Vorgehen sieht wie folgt aus. Zunächst werden die Oberflächen mit 80er Korn geklettet, aber das dient nur dazu, um kleine Irritationen, wie wir sie hier sehen, zu entfernen. Danach wird das Ganze dann einmal grundiert mit dem Spritzfüller. Dann sieht das Ganze so aus. Und wir sehen, hier an der Stelle ist eine Nase, das ist allerdings nicht wild. Und wir sehen noch ganz gut die Struktur. Das Ding schleifen wir nachher ein. Und da werdet ihr sehen, dass es schon deutlich glatter wird. Das machen wir mit dem 400er Papier. Wenn das erledigt ist, gibt es eine zweite Lage. Dann gibt es eine zweite Lage Füller. Und nach dem Auftrag dieses Füllers sieht das U-Boot schon so aus. Ich zeige es nochmal im Detail. Na, jetzt. Und hier sehen wir beispielsweise vorne am Bug noch ganz leichte Spuren. Die bekommen wir jetzt durch leichtes Überschleifen weg. Das ist wie gesagt sozusagen der dritte Zustand. Wenn das Ganze fertig ist, gelangt man zu dem Endergebnis. Das Ganze ist gravierbar und repräsentiert unterm Strich fast eine Oberfläche, wie man es ja aus dem Eine Plastikmodell auch hat. Arbeitsweise sieht so aus, dass ich verschiedene Baustufen quasi in unterschiedlichen Stadien gleichzeitig bearbeite. Das habt ihr ja eben gesehen. Ich habe das erläutert, sind mehrere Teile. Was noch fehlt zu meinem U-Boot, das ist die Heckklappe. Und diese schleife ich jetzt einmal an. Man sieht hier ganz genau, dass die einzelnen Fugen schön herauskommen. Es geht allerdings in diesem Stadium nicht darum, dass man diese Fugen wegarbeitet. Das würde viel zu viel Zeit kosten. Wir wollen es uns ja schließlich einfach machen. Das ist das Resultat.
Wir sehen hier noch kleine Vertiefungen. Wir sehen auch noch ganz gut die Struktur. Und damit gehen wir jetzt raus und grundieren das Ganze. Jetzt wieder nach drinnen verschwunden. Der Lackauftrag ist ganz frisch und man sieht, dass ich hier reichlich Futter aufgetragen habe. Und das Ganze lassen wir jetzt ablüften. So. Während das ablüftet, haben wir hier ein Bauteil, das ich eingangs vorgestellt habe, und das befindet sich genau in demselben Zustand. Bloß ist es schon trocken. Und bei dem beginnen wir jetzt mal das Ganze zu verschleifen. Dazu nehmen wir das 400er Sandpapier, Nassschleifpapier, das ist ganz wichtig. Und wir fangen mal an, die Oberflächen zu bearbeiten. Bis gleich. Ich habe mir in das Spülbecken ein klein wenig Wasser reingemacht. Nehme das Nassschleifpapier, das Bauteil. Und dann fange ich an, über die Oberflächen drüber hinweg zu wischen. Ich drücke nicht besonders doll auf. Und arbeite mich so einmal durch die Oberfläche. Hier ist es besonders sinnvoll, dass man sich die Oberfläche in kleine Segmente einteilt, die man Stück für Stück abarbeitet. So vergisst man keine einzelne Partie. Man hört auch am Geräusch, wann eine Partie so weit eingeschliffen ist. Bewege ich das so? Hört man das Geräusch, als ob man über eine Art Schallplatte drüber wegkratzt. Hört man. Und jetzt mal drauf Acht geben, je länger ich schleife, desto mehr verschwindet dieses Geräusch. Jetzt ist es weg. Zum Vergleich. Nochmal. Dauert nicht mehr lang. Und da ist dieser Arbeitsgang abgeschlossen. So, das war's. Beim gesamten U-Boot braucht man für diesen Arbeitsgang ungefähr eine Stunde. Man hat hier eine inhomogene Oberfläche. Das heißt, man hat hier geschlossene Partien, die aus Spachtel bestehen, Spritzspachtel bestehen. Und hier haben wir einen Bereich, wo man den 3D-Druck hat. Würde man das jetzt lackieren, würde man das nie glatt kriegen. Man hätte eine Oberfläche, wo man immer die Unterschiede sieht. Und das eliminieren wir dann im nächsten Schritt, wenn wir jetzt noch einmal Grundierung aufgeben. Ich habe das Teil jetzt trocken getupft. Ich lasse das in der Nähe der Heizung noch ein bisschen ablüften. Wir haben auch hier und hier haben wir zwei Schadstellen, die zu überarbeiten sind. Ansonsten zeige ich mal hier zum drüber wegpeilen die Oberfläche. So sieht sie aus. Schon hier relativ glatt. Und wenn das Teil getrocknet ist, lackieren wir es gleich. Und in der Zwischenzeit können wir den
Rumpf nehmen, das Rumpfvorderteil. Und dieses Rumpfvorderteil, das hat schon die zweite Lage drauf. Und das können wir jetzt parallel einschleifen lassen, während das und die Klappe vom Anfang trocknen.